Hallo Leute, ich bin im Schwarzwald unterwegs. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, was ich mir hier mal gegönnt habe. Das wollte ich einfach als Update für euch mal ein ganz kurzes Video machen. Passiert ist nicht viel. Ich habe nur einmal vergessen, die Kette zu lösen und habe sie mir hier reingehauen. Da habe ich einen ganz kleinen Riss reingekriegt, einfach mit schwarzem Ducktape wieder geflickt. Ansonsten alles wunderbar bei dem Teil. Um das mal realistisch zu machen, also ich habe jetzt einen 1000 Kilometer knapp Kilometerstand. Akku ist jetzt bei 58%. Um jetzt mal an einem 6%igen Berg zu zeigen, auf höchster Stufe, wie jetzt die Beschleunigung ist, starte ich einfach jetzt mal. Und los. Jetzt bin ich oben angekommen und auf Ebene. Geht noch ein bisschen steiler hoch, jetzt gleich nochmal geht's hoch. Ich halte mal hier an, um kurz die Kamera wegzunehmen. Da geht dann der Akkustand kurzzeitig runter, aber wenn man anhält, zeigt es wieder. Und vom Handling habe ich jetzt auch ein ganz gutes Gefühl. Also das Federbein, das federt ein bisschen ein, wenn ich mich drauf setze. Ich habe es auch schon mal geschafft, hier diese Schraube auf dem Asphalt kurz aufzusetzen in der Kurve. Das macht schon Spaß. Also der Kurvenhalt ist sehr gut bei dem Teil. Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und nach 1000 Kilometer kann ich sagen, ich würde es mir wiederholen. Vor allen Dingen, weil es von der Reichweite her so für den Preis, für das Preissegment das meiste gibt. Mit dem Laden habe ich jetzt immer so gemacht, dass ich so ungefähr bis 70-80% geladen habe und das reicht mir dann also voll aus. Normalerweise, dadurch habe ich dann halt wahrscheinlich eine höhere Akkulebensdauer und ich habe wenige Male 100% aufgeladen, bin dann mal Vollgas losgefahren, dann kommt er auf 56, 57 km/h im Sportmodus. Aber wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann reicht absolut dieser, dieser zweite Modus, da ist man dann mit Tacho 48, einem echten 46 unterwegs. Und auf dem Nummer 1, da gibt es auch diese Radarmesser, da zeigt der Tacho 36, 34 bis 36, das sind dann echte 32. Also kann man gut in 30er Zone mit in der Stufe 1 fahren,
ohne jetzt auf den Tacho ständig gucken zu müssen, dass man nicht zu schnell ist, weil das ist echt schnell, was das an Beschleunigung angeht. Kannte ich von der Simson halt nicht so. Gut, Leute, das soll es gewesen sein für heute. Und dann verabschiede ich mich von euch und sage tschüss, Leute. Gute Fahrt, egal auf dem Liegerad oder wo auch immer. Seid sicher unterwegs. Ciao.